Und wenn ich nur die Steine umdrehe, die rot sind, funktioniert das? Damit die Pfauenfedern einfach durchfallen? Oh. Jetzt hat sich der hier auch umgedreht. Oh, ich glaube so rum. Hier, der zeigt mir ja auch an. Hier ist alles rot. Hier habe ich nichts zu befürchten. Vielleicht. Ah, shit. Ich weiß nicht, vielleicht, ne? Ich weiß nicht mal, was das Ziel sein soll. Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie diese Pfauenfedern hier runterbekommen. Habe ich so das Gefühl. Das wollen wir nicht. Wenn ihr Ideen habt, immer her damit, ne? Das ist gerade so ein Versuch. Mhm. Das gibt's doch nicht. Ich brauche wieder Rot. Oh, ich glaube, hier ist kein... Oh. Doch, der war noch rot. Und wie soll ich jetzt vernünftig hier irgendwas runterbekommen, wenn das hier alles nicht mehr rot wird? Verändert sich das? Ich meine, hier leuchtet eins leuchtet weiß. Heißt es, dass vielleicht eins in der Nähe ist, was weiß wird? Nein. Komplett drumherum ist alles weiß geworden. Hm. Zwei. Was ist das für ein Rätsel? Wer von euch versteht das? Jetzt fallen drei runter. Hat das was damit zu tun? Bleibt das immer bei zwei? Ja. Okay, also die Steine verändern sich nicht, egal was ich mache. Nochmal alles aufdecken eben. Zwei, drei, zwei, drei. Vielleicht muss ich das wiederholen. Zwei, drei, zwei, drei. Das ist immer random, glaube ich. Meinst du? Dann wäre das hier falsch, weil ich brauche zwei, drei.
2, 3, 2, 3. Also ist das falsch. Das ist auch falsch. Ändert sich jetzt wieder 2? Nee. 2. Ja, theoretisch müsste ich es halt dann wiederholen, ne? Also 1, 2, da müsste das hier eigentlich eine 3 sein. Ich hätte es gern nochmal blank. Ich finde das Rätsel gerade tatsächlich schwierig, ja. Also. 2, 3, 2, 3. Zwei. 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 Eins. Eins. Zwei. Kommt jetzt zwei? Also, echt schwierig. Da kann ich ja nicht drauf drücken. Ich suche gerade random nach 2323, aber... Hallo Nestra. Und der Gockel lacht nur. Ja, das ist echt gemein. Und wenn ich den jetzt die ganze Zeit ärgere, was passiert dann? Hier ist eine 3, aber hier ist ja auch der Stein, den ich nicht bewegen kann. Hier wird's passen. 2, 3, 2, 3. Das gibt's doch nicht. Die verändern sich aber auch nicht. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass sie sich nicht verändern. Irgendjemand eine Idee? Unten rechts ist das. Unten rechts. Nee. 2, 3, 2, 2. Unten rechts und oben links sind quasi gleich, nur der graue Zusatzstein ist anders. Ja, einer ist mit 2 und einer ist mit 1. Aber sonst... Zwei, drei, zwei, zwei. Und nichts. Oh, das gibt's doch nicht. Entschuldigung. Wenn ich doch nochmal alles aufdecke, aber ich glaube, die decken sich unterschiedlich auf. Je nachdem, oder? Kann das sein?
Also theoretisch müsste ich mit einer 1 anfangen. Mit den Bildern ein angrenzender, kein angrenzender, aber da macht es ja keinen Sinn. Es ist echt irgendwie. Ist gerade ein bisschen schade, weil irgendwie will ich einfach weiterspielen. Es gibt halt auch nicht viele Dreier. Ich verstehe die Minesweeper-Theorie, aber irgendwie auch nicht, ne? Ich verstehe auch nicht so ganz, was ich damit erreichen möchte. Hilfe gibt's auch nicht, ne? Löst doch mal bitte. Okay, ich will noch mal von vorne anfangen können. Ich versuche gerade irgendwie an einen Sinn dahinter zu kommen. Aber mir fällt nichts ein. Ich will ja nicht wahllos die Dinger hier. Also hier ist ja einer absichtlich irgendwie umgeklappt, der gar nichts macht, ne? Was meint ihr? Habt ihr irgendwelche Ideen? Ich meine, der ist nicht. Eins. 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 Oh, es ist eins geblieben. Okay. Nichts. Eins. 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 Zwei. Okay, kann man das irgendwie so weiterspinnen? Zwei. 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 Eins. Zwei. Ah, das ist aber wieder eins, also irgendwie. Was tun wir hier?
Was tun wir hier? Ich stecke leider tatsächlich gerade fest. Ich glaube, das Spiel ist länger, als ich dachte. Vor allem, wenn ich jetzt hier so ein bisschen hänge. Wenn wir es jetzt nicht gleich lösen, dann denke ich, ist das jetzt erstmal die letzte Folge und ich werde das Essen gehen und mir ganz viele Gedanken über dieses Rätsel machen. Ich werde davon eh träumen. Und ihr macht das auch und dann müssen wir es das nächste Mal lösen. Also wenn 2 und 3 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auch ist, oder? 2 und 3, dann ist das auch. 2 und 3. 2, 2. 1, dann kommt nichts mehr. Aber ich hatte ja schon alles offen. Ich verstehe dieses Rätsel nicht. Blöder Meckervogel. Artikel 13 kommt doch. Oh Gott, Firo, wo hast du das denn gerade gelesen? Bitte nicht. Aber was bringen denn die Federn hier überhaupt? Das bringt. Wenn ich ihm das hier oben kaputt mache? Das habe ich ja schon mal machen wollen, aber. Vielleicht will er ja irgendwie diese Steine damit einreißen oder so. Ich verstehe es nicht. So was Blödes. Irgendwie brauche ich ja nur ein paar Steine. Und ich schätze mal, er will sie irgendwie lockern, um hier vielleicht durchzukommen oder so. Und vielleicht bekommen wir dann eine Pfauenfeder als Belohnung. Aber ich glaube, wir wollen in erster Linie keine Feder, weil die fällt ja einfach runter. Die kriegen wir ja eh.
Vielleicht heißt es ja doch, dass ich alle diese Steine irgendwie umlegen muss, weil die mit dem Weißen irgendwie so stützende Steine sind oder so. Im Internet haben die eine andere Wall. Vielleicht gab es ein Update und das wurde vereinfacht oder so, weil es so schwer ist und es keiner kapiert. Seid ihr schon so weit, dass ihr nachguckt? Schwierig. Und könnt ihr es trotzdem irgendwie, also versteht ihr den Sinn dahinter? Einfach alle, die grün sind? Irgendwie verbinden. Wo waren noch welche? Doch, 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 der war auch noch. Oh, der war nicht mehr, okay. Im Video hat er gerade dasselbe Muster. Bringt das was? Aber wenn es eine andere Mauer ist, wahrscheinlich eher nicht, oder? Ja, ich habe halt gerade überlegt, ob man vielleicht das irgendwie so verbinden kann. Dass wenn ich das hier irgendwie kaputt mache, dass das mit kaputt geht? Keine Ahnung. Es ist ein sehr, sehr komisches Rätsel. Nee, er hat sie im Kreis aufgelegt. Aha. Tja. Ich glaube, dieses Rätsel wird uns noch viel zu denken geben. Das Rätsel des Grauens. Ich denke drüber nach. Ihr denkt drüber nach. Ich gehe jetzt essen. Ich glaube, das Spiel geht noch länger. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier heute einen Cut. Ich mache jetzt einfach mal alles hier nebenbei. Machen wir hier einfach einen Cut und ich guck mal nicht nach. Ich schau mal, ob mir noch irgendwelche Methoden einfallen, wie man das Ganze hier lösen könnte. Ja, vielleicht habt ihr auch noch eine Idee. Ich würde sagen, für heute ist aber gut. Deswegen, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!